Willkommen zurück bei Book of Demons. Und wir sind soweit. Wir haben mit den beiden Leuten hier gesprochen. Und wollen jetzt unsere eigentliche Aufgabe beginnen, nämlich in die Kathedrale zu gehen. Los geht's. Da haben wir ein bisschen was gesehen. Es gibt zwei Zwischenbosse. Einmal der Koch, der ist, da kann man sogar hinscrollen. Ja, ne? Hier, der Koch. Dann gibt es hier den Antipapst. Der ist ein bisschen fies, weil der hat eine gemeine Mechanik. Das werdet ihr aber alles sehen, wenn wir da sind. Und dann der Erzdämon. Da ist hier Erzdämon, aber natürlich, man kann Diablo dazu sagen. Ne? Man weiß ja, woran das Spiel sich da. Ne? Woran das Spiel angelehnt ist. Das Diablo himself. Und hier auch nochmal zu sehen, wenn man hier so an die Seite geht, wenn man den besiegt, dann wird das Freispielen freigeschaltet. Also eben der Modus, wo man dann unendlich noch weiterspielen kann. Falls man dann Bock drauf hat. Ja. Übrigens nochmal so, als kleiner Fun-Fact haben sie auch hier eingebaut, ne? Diablo, also der Erzdämon, mit seiner kleinen Quietsche-Ente in seinen schönen Flammbart. Wenn man die Quietsche-Ente anklickt, dann quietscht die auch wirklich. Das ist ein sehr nettes Detail, was sie da eingebaut haben. Das finde ich total lustig. Diablo mit seiner Quietsche-Ente. Ja, natürlich. Wenn man die dann klickt, dann lacht er. Ups, okay, wenn man zu hoch scrollt, dann kommt man auch wieder aus dem. Dann kommt man auch wieder aus dem Teil hier raus. Ja, dann ist es so, dass wir mit dem ersten Bereich mal beginnen. Ja, da muss man einfach hier oben raufklicken. Und dann geht's los. Book of Demons benutzt Mechaniken verschiedener anderer Hack-and-Slay-Spiele oder dem Diablo. Solltest du das erste Mal spielen, beachte für die bestmögliche Spielerfahrung die Tutorials. Viel Glück in den Papierverließen. Ja, wir bekommen jetzt auch noch die Tutorials, die uns ein bisschen was erklären. Wir legen los. I am the sword that splits darkness. Die Papierverließe hier übrigens, ich glaube, außer das Tutorial, das ist glaube ich immer gleich, aber alle anderen Dungeons, die sind halt auch random generiert, also. Sieht halt immer ein bisschen anders aus. Ja, wir bekommen jetzt immer mal wieder ein paar Tutorials. Hier zum Beispiel das Tutorial, was uns Bewegung ein bisschen nahe bringt. Wir können nicht frei in diesem Papierverließen uns bewegen, sondern immer nur auf den Wegen. Entweder klicken wir auf den Wegen mit der Maus, damit sich der Charakter dahin bewegt, wo wir hingeklickt haben, beziehungsweise immer zur nächsten Kreuzung bewegt. Wir können, wenn wir hinter ihn klicken, sofort anhalten. Und hier steht dann eben auch, dein Charakter hält Ankreuzungen automatisch an. Also läuft, wenn man einmal klickt in die jeweilige Richtung, läuft er so lange automatisch weiter, bis er an der Kreuzung kommt. Oder man eben hinter ihn klickt. Man kann, auch für die, die dann irgendwie so, ja, okay, kann man das auch mit WASD spielen? Ja, man kann auch mit WASD spielen. Das geht auch. Dann bewegt sich der Charakter auch in die jeweilige Richtung. Ja, aber wird aber auch nochmal erklärt. So, wir klicken jetzt nochmal hier ein bisschen weiter. Dann die Interaktion. Ich kann mit Objekten innerhalb meines Lichtradius interagieren. Das heißt also, solange die Objekte in meinem Radius sind, der beleuchtet ist, kann ich wohl interagieren, aber auch gleichzeitig angreifen. Was er übrigens auch automatisch macht. Der greift automatisch an. Wenn ich jetzt auf den Gegner nochmal raufklicke, dann greife ich nochmal ein bisschen Herde an. Jetzt habe ich das Gold aufgenommen. Hier die Fässer zum Beispiel sind immer Lichtradius, da kann ich jetzt raufklicken und dann gehen die kaputt.
hat man hier gesehen auf dem Boden, das wird auch nochmal übers Tutorial erklärt. Es sind hier so goldene Fußspuren. Und hier sind auch nochmal so Fußspuren, die sind nicht golden, die sind so, sag ich mal, normale Fußspuren halt eben, so Standard. Das zeigt an, dass ich in diesem Gang, wo es golden ist, in dem jeweiligen, auf dem jeweiligen Weg, wo die goldenen Fußspuren sind, alles Mögliche, was ich quasi in diesem Dungeon mitnehmen kann oder erbeuten kann, erbeutet habe. Also man kann mit diesen Fußspuren sehen, wo ich schon überall gewesen war und ob ich da, wo ich schon gewesen war, auch schon alles, was ich mitnehmen kann, mitgenommen habe. Ja? Soll heißen zum Beispiel, hier auf diesem Weg, hier auf diesem Gang, habe ich irgendwo noch was nicht mitgenommen. Oder noch nicht besiegt an Gegnern. So, das kann man zum Angreifen. Den einen Gegner, den haben wir ja schon eliminiert. Klicke, um ein Ziel auszuwählen, das dein Charakter automatisch angreifen soll. Ja. Dann. Automatische Angriffe sind langsam. Jeder Treffer zieht ein Herz ab. Wenn ich aber klicke oder gedrückt halte, damit man seine Maus nicht unbedingt vergewohltätigt, wohltätigt, ne? Kann man auch gedrückt halten, dann kann ich das Ziel schneller angreifen. Das heißt also, dass wenn ich klicke, bringt das mir natürlich auch mehr. Und wenn ich im Kampf mit Monstern befinde, kann ich auch klicken und halten, um mich aus diesem Kampf auch wieder zurückzuziehen. Ne? Also einfach klicken bringt, glaube ich, nichts. Damit man nicht einfach irgendwie mal in der Panik umklickt, sich dann auf einmal irgendwo hinbewegt, wo man gar nicht hin will. So. Wenn man in der Nähe von Gegnern ist, die einen detected haben, da habe ich auch einmal verfehlt, bleibt man übrigens auch automatisch stehen. Ne? So, wir gehen mal weiter. Oben in der Leiste sieht man hier in dem Dungeon jetzt zum Beispiel ein Fragezeichen. Das sind besondere Ziele. Das können Bosse sein. Also besondere Ziele im Grunde genommen, man weiß nicht, wenn da ein Fragezeichen ist, was das überhaupt für ein Ziel ist. Es können Schatztruhen sein, es können Bosse sein. Oder auch was anderes. Im Grunde genommen ist es aber ganz ratsam, wenn man diese Sachen auch alle erfüllt, diese Ziele, oder sich zumindest diese Ziele alle ansieht, weil da auch immer mal Karten kommen, die einen wirklich später auch weiterhelfen können. So. Das Ding ist jetzt dieses, wir wissen jetzt schon, hier gibt es einen Schatz, den ich noch nicht eingesammelt habe, das ist ein besonderes Ziel, das ist der jetzt hier. Klicken wir mal rauf und da ist eine Karte drin. Das ist der Heiltrank, den man übrigens immer bekommt im Tutorial. Jetzt haben wir hier einen Gegenstand. Gegenstandskarten verbrauchen bei ihrer Nutzung Ladung. Die können bei der Wahrsagerin erworben oder in Gewölben gefunden werden. Genau, man kann Ladungen entweder finden oder die Wahrsagerin, die sich noch später freischaltet. Da kann man die dann per Gold auch wiederum aufladen. Jetzt haben wir den Heiltrank gefunden. Rüsten wir mal aus. Jetzt haben wir auch die Wahrsagerin freigeschaltet mit neuem Tratsch. Die Karten habe ich ja schon ein bisschen alles erklärt. Jetzt kommt das Tutorial aber auch nochmal und tut das sehr gerne. Mit I, das Inventar im Endeffekt, kann man die Karten alle aufrufen. Karten, die man haben möchte, die man aktiv schalten möchte, zieht man einfach unten auf die Leiste. Dann sind die aktiv. Bei den Grünen ist es ganz wichtig, ne? Weil dann wird nämlich auch Mana abgezogen. Und die Karten, die nutzt man, indem man dann einfach die Tasten drückt. Bei den Karten, die man ausführen kann, bei den Passiven, die grün, da muss man nichts drücken. Wie gesagt, passiv, da passiert das alles automatisch. So. Hier nochmal benutzbare Karten kann ich dann benutzen. Ich bin eigentlich immer so ein Typ, also zumindest bei meinen anderen Durchspiel-Sessions von Book of Demons, der sich mehr auf passive Sachen konzentriert und dann eben seine ganze Leiste voller passiven ballert. Mal sehen, wie ich das jetzt mache. Eventuell mache ich das auch. Aber mal sehen, wie sich das dann bei Diablo dann, wie es dann aussieht, ob ich damit dann durchkomme. Muss man mal sehen.
So, kommen wir mal zu den Herzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und zwar, Herzen sind natürlich das Leben, was man hat. Wenn die weg sind, dann ist man tot. Diese rote Bubble. Man kann die Herzen regenerieren, indem man Heiltränke benutzt oder Quellen, so magische Quellen, kennt man ja auch aus Diablo, benutzt. Die füllen sich auch nach einer Zeit wieder auf. Man kann aber auch jederzeit zurück in die Stadt und dort sich vom Heiler heilen lassen. Dann steht dann auf der Truhe, wie man hier sieht, so ein roter Heiltrank, da fährt man einmal mit der Maus rüber und flupp ist man wieder voll geheilt. Man kann aus den Dungeon jederzeit wieder raus. Indem man entweder zum Ausgang geht oder zum Eingang geht. Dann kommt man aus diesem Dungeon-Abschnitt wieder raus. So, wir nehmen jetzt mal diese Quelle nicht, weil wir haben ja volles Leben. Das bringt uns jetzt erstmal nichts. Man sieht, ich verfehle auch manchmal ein bisschen was. Da habe ich ein Achievement gemacht. Und auch einen neuen Tratsch. Und ein Level Up. Geil. Und ein neuer Tratsch. Wir haben einen Levelaufstieg. Wenn wir Gegner töten, sammeln wir Erfahrung. Und dann steigen wir ein Level auf. Und das Besondere ist dann auch noch, wenn ich Gegner in der Nähe habe und gerade einen Levelaufstieg mache, dann wird jedem Gegner, der in der Nähe ist, wird einem Herz abgezogen. Das ist, kann man so ein bisschen vielleicht dann auch taktisch kombinieren. Ja, und mit jedem Levelaufstieg erhalte ich einen Punkt, den ich dann investieren kann, entweder in mehr Leben oder mehr Mana. Das muss man dann überlegen. Habe ich hier auch noch eine Aufladeeinheit bekommen. Das habe ich jetzt zwei Heiltränke. Ja, und ich darf jetzt im Grunde genommen meinen Charakter leveln. Dann gehe ich hier rauf und kann ich jetzt entscheiden. Entweder gehe ich jetzt auf Herzen, hier investiere einen Levelaufstiegpunkt in ein Herz, um halt einen Lebenspunkt mehr hier zu bekommen. Oder aber ich investiere in Mana, was ich jetzt auch tun werde. Dann bekomme ich einen Mana-Punkt mehr. Und jetzt aber noch der folgende Punkt. Der Kessel. Wenn ich mich jetzt für einen Punkt entscheide, also wenn ich jetzt sage, ich möchte Mana benutzen, dann ist der andere Punkt von dem Herzen nicht verloren, sondern der wandert in den Kessel. Und der Kessel, je länger ich den Kessel quasi so lasse, wie er ist, füllt er sich immer mehr. Und später, wenn ich dann sage, so okay, ich möchte den Kessel leeren, das kostet Geld, dann bezahle ich, wie gesagt, das Geld. Und alle diese Punkte, die ich halt in den Kessel geworfen habe, weil ich mich halt für was anderes entschieden habe hier beim Levelausstieg, die werden mir dann wieder gut geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 10 Level aufsteige und die ganze Zeit immer nur Mana klicke und dann den Kessel leere, dann bekomme ich 10 Mal, also für die ganzen Levelausstiegs, die Herzen gut geschrieben, weil die ja im Kessel gelandet sind. Das ist ein bisschen weird, aber das also ein bisschen merkwürdig zu verstehen, weil in Diablo gab es dieses System so nicht. Aber das ist eigentlich ist es relativ simpel. Wenn man da ein bisschen mal nachgeguckt hat. Und wichtig ist auch, der Kessel wird mit jeder Entleerung immer teurer zu entleeren. Das heißt also, der Preis, um den Kessel zu entleeren, wird immer mehr, umso öfter man das hintereinander macht. Das heißt also, es lohnt sich durchaus, länger zu warten und dann, wenn der Kessel ein bisschen heftiger gefüllt ist, ihn dann zu entleeren. Ich werde so gut wie möglich den Kessel nicht entleeren. Liegt unter anderem an der Tatsache, dass man da auch noch ein Achievement bekommt für, wenn man den Kessel so lange wie möglich nicht entleert. Und solange man das auch nicht braucht, solange das alles noch klappt, braucht man den auch nicht zu entleeren. Und später hat man dann einen richtig harten Batzen von Sachen aus dem Kessel. Auch ein Geld zum Beispiel. Spezielle Objekte wandern nämlich auch noch dazu in den Kessel. So, wie wählen jetzt hier Mana aus? Hier sieht man, zack, da geht jetzt das Herz in den Kessel. Jedes Mal, wenn ich einen Levelausstiegspunkt verwende, wandert der andere, wie gesagt, in den Kessel. Bei der BAV kann ich den Kessel dann entleeren. Und wenn ich sterbe, das ist auch noch der Punkt, da muss er natürlich auch noch ein bisschen überlegen, wenn ich sterbe, dann entleert sich der Kessel natürlich automatisch. Das heißt, die ganzen Schätze sind weg.
Die Herzen oder also die Aufstiegspunkte, die sind in den Kessel immer noch drin, die gehen nicht weg, also die verfallen nicht. Aber die ganzen Schätze, also das Geld, den Geldwert und so weiter fort, der ja auch da reinwandert, der verschwindet dann. Das Ganze trifft übrigens auf den Roguelike-Modus nicht zu, das heißt also alles, was ihr jetzt hier seht und wenn ihr den Roguelike-Modus spielt, wundert euch nicht, wenn das Ganze hier so nicht funktioniert, denn da ist es ein bisschen anders. So, jetzt wisst ihr auch, wie das mit dem Kessel funktioniert. I can see that the sanctity of this place has been fouled. Man wurde beschmutzt mit Graffiti. Einfach sehr nett gemacht. So, Level abgeschlossen, das heißt, wenn das kommt mit Level abgeschlossen, dann haben wir alles gemacht. So, das gehen wir hier hin, das wird alles golden. Wenn man Tab übrigens drückt, dann hat man hier auch nochmal eine Übersichtskarte. Und hier sieht man zum Beispiel, alle Wege, die wir hier begangen haben, sind Gold. Und somit haben wir im Grunde genommen den kompletten Dungeon komplett. Können wir hier rausgehen. Ja, der zweite Teil von dem Dungeon. Also von der Ebene, wo wir uns befinden. Da gehen wir jetzt rein. Am Anfang ist das noch nicht so hart. Es wird halt härter später. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel so einen kleinen Zwischenboss. Bosskämpfe. Bosskämpfe sind natürlich logischerweise schwerer als normale Gegner. Und die haben mehrere Phasen. Das sieht man da oben. Je mehr Phasen ein Boss hat, desto höher fällt dann auch die Belohnung aus. Und die ganzen Phasen werden, wie gesagt, hier auch an der Bossleiste angezeigt. Was die Symbole jetzt bedeuten, am Anfang weiß man das noch nicht. Später wiederholen sich halt auch, hat man dann schon so ein Gespür, was die ganzen Phasen, also die ganzen Symbole von den Phasen auch bedeuten. Und jedes Mal, wenn eine neue Phase beginnt, ist der Boss immer für einen Moment immun. Das heißt also, dass man den dann nicht hitten kann und man sollte sich dann vielleicht kurzerhand erstmal vielleicht auf so ein paar Trash-Mobs dann fokussieren, weil es bringt halt nichts. Ne? So, neue Gegner, Zombies. Zombies haben grüne Herzen. Also vergiftete Herzen. Das heißt also, alles, was so ein bisschen grün ist, vergiftet. Die explodieren beim Tod. Das heißt also, wenn man in der Nähe ist und dann machen sie einen Puff und wenn man sie besiegt hat, dann wirst du auch vergiftet. Das zieht dir dann Herzen ab, so lange, bis dann dieser Kopf bei der roten Bubble so aufleuchtet. Da musst du darauf klicken und dann geht die Vergiftung weg. Das heißt, die Vergiftung geht so lange nicht weg, bis du auf deinen komischen Kopf da, auf den Dämonenkopf bei deiner roten Bubble klickst. Ja, das musst du auch noch selber machen. Wieder hier. Genau, Gegner übrigens, wenn sie im Radius der Vergiftung sind, können übrigens auch vergiftet werden. Also man ist nicht der Einzige, der davon betroffen wird. Was ist da kurz immun? Also hoffe ich ja, dass ich dann irgendwie mal so ein Lebensregenerations-Item bekomme, was so ein bisschen passiv ist, weil das ist natürlich ganz schön. So, dann haben wir noch eine neue Karte bekommen. Und zwar ist das ein mächtiger Schlag. Funktioniert auch nur, hier sieht man auch nochmal, das ist so ein anvisierbar Zauber. Funktioniert nur, wenn ich jetzt jemanden anvisiert habe. Das heißt also, ich muss mit der Maus bei jemandem sein, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und es ist wie gesagt ein Zauber, das heißt, es kostet also Mana. So, da habe ich ein bisschen. Zack. Und da habe ich jetzt auch nochmal, das findet man auch. Man kann ab und zu mal in so Truhen Leben oder Mana plus Sachen bekommen. Hier wird auch nochmal das mit Erkundung, mit den Fußspuren erklärt, was goldene und was normale Fußspuren bedeuten, was ich erklärt habe und hier auch nochmal, dass du dann auf der Minimap dann auch nochmal sehen kann, das Ganze. Ja. So.
Hier haben wir schon mal alles Gold. Wir haben hier noch drei Sachen, die wir in diesem Dungeon erledigen können. Das heißt also, noch so ganz komplett haben wir den nicht. Noch zwei Sachen. Gegner gehören auch dazu, deswegen habe ich, wenn ich den Gegner besiege, geht das auch nochmal runter. So, die Truhe ist wahrscheinlich das letzte, genau. Da war aber nichts drin. Hier auch nochmal der Hinweis, hat man einen Level komplett abgeschlossen und den Ausgang auch schon gesehen, da muss man jetzt nicht unbedingt immer zum Ausgang jetzt hinlaufen, das kann lange dauern. Es gibt aber einen Button, wenn man darauf klickt, dann teleportiert man sich zum Ausgang. Praktisches Quality of Life Content. Ja, jetzt sind wir mit der Dungeon-Bereich hier, mit der Tiefe durch. Wenn wir jetzt auch nach unten gehen, dann schließen wir das Spiel ab. Und wir können diesen Dungeon-Bereich nicht nochmal wiederholen. Das meine ich mit dem, was wir Level nicht nochmal wiederholen können. Ne? Heißt im Grunde genommen aber auch, wenn ich hier in diesen Dungeons noch nicht alles gefunden habe und ich jetzt nach unten gehe, dann kann ich die Sachen nicht noch später wiederholen. Das heißt also, die Möglichkeit, sich da noch Truhen irgendwie zu holen, die ist dann weg, die Möglichkeit. Das heißt, man sollte, bevor man weiter nach unten geht, die Sachen dann erledigen. Machen wir es aber, weil wir haben ja alles geschafft. Da levelt sich unser Profil ein bisschen. Also hier levelt sich das Profil alles nochmal auf. Bekommen hier noch ein paar Bonuspunkte, weil wir ohne zu sterben und alle Level zu komplettieren und auch jeden Gegner getötet zu haben, da das ganze Ding durchgemacht zu haben. Und wir haben sogar ein Achievement gemacht. Geil. So. Dann nochmal, was wir jetzt noch zu erledigen haben, ist im Endeffekt, wir haben bei der Barfrau Kesselinhalt. Das werden wir jetzt aber noch nicht machen. Und diese Sprechplan sagen, man kann da mit den Leuten reden. Aber ansonsten haben wir eigentlich nichts bei denen zu machen. Wir gehen aber trotzdem mal in die Stadt. Und reden mal mit den Leuten. I've been busy too while you were away. The fortune teller is teaching me her craft, and I don't mean her skill with guards. It's called prize brewing, and it's the art of producing powerful magical elixirs that someone like you should find useful. All you need to do is collect the ingredients. I'll take care of the rest. Now, this is the magical stuff I'm talking about. So there are some rules. First, the more ingredients I mix, the greater the potion's power will be. Second, you can drink it and enjoy a little magic anytime you want, but the process will get more expensive each time. Third, if monsters slay you in the dungeons, the potion will weaken. It's because I'm making them just for you, so they have to be magically linked to your essence. Genau, was ist das Tutorial? Sprache ist wieder voll für den Arsch, was das Tutorial uns ja auch gesagt hat und auch was ich ja durchaus auch nochmal vorher gesagt habe. Hat die jetzt auch nochmal so ein bisschen storymäßig erzählt. Magischer Kessel, da können wir jetzt auch schon mal reingucken. Also hier, wie gesagt, ne, ein Leben haben wir ja schon drin und kostet insgesamt jetzt, um den Kessel zu entleeren, 500 Gold. Also haben wir im Grunde genommen, aber es lohnt sich ja nicht für ein Herz, da jetzt 500 Gold auszugeben. Nochmal hier mit unserem alten Heini. Few souls venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest, or at least should be resting. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Quickened by some unholy powers, they are haunting the corridors like wild animals, and their courage, virtue, and talents have been replaced with mindless violence. Ending their painful existence will be an act of mercy, if you ask me. So, hat uns ein bisschen über Skelette was erzählt. Und jetzt noch die Wahrsagerin, die jetzt neu gekommen ist. Greetings, traveler. People call me the fortune teller.
I'm pleased to see there are souls courageous enough to visit a place like this and stay. In truth, I came here recently myself, as I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely barmaid I'm tutoring. Believe me when I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assistance. The townsfolk are good but simple people and know little about the arcane. That sage may be an exception, but his wit, not to mention his social skills, are clearly dulled by age. We're all lucky that cranky old men tend to be harmless. Cards are my specialty. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative to clunky weaponry and verbose spellcasting. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Can you imagine not so long ago those people traded with a local blacksmith? This is so Middle Ages. No wonder he went bankrupt. But let's get back to business. Cards are universal magical items which can manifest properties of weapons, spells, and other artifacts. Some consume magical essence once used, but they can be recharged using objects found in the dungeons or with my help at a reasonable price. Just like with playing cards, the trick is to find the right combination of magical properties that gives you the best advantage. Genau so wird das mit den Karten funktionieren. Da war auch ein kleiner Wink mit drin, dass der Schmied pleite gegangen ist. Ja, nicht schlecht. Ja, wir können Karten aufladen, aber wir können keine Karten aufladen, denn wir haben alle Karten, die wir aufladen können, auch schon aufgeladen, ne? Ansonsten könnten wir das hier machen können. Hier auch nochmal zu sehen, dass wir diese Karten dann auch hier in unserem Menü drin haben. Was auch ganz lustig ist, ist die Tatsache, dass der alte Mann hier, ne, und die Wahrsagerin sich nicht so mögen und sich immer so ein bisschen sagen, der andere immer ganz doof ist. Das Ausrufezeichen, das geht übrigens so lange nicht weg. Missed me already? Bis man hier den Kessel einmal geleert hat, also nicht wundern. Ja, damit haben wir unseren ersten Dungeon-Besuch ja erfolgreich tutorialmäßig ja schon abgeschlossen. Dann würde ich mal sagen, nächste Folge geht's dann weiter. Es wird am Anfang erstmal ein bisschen tutorialmäßig sein und dann auch ein bisschen langsamer vorangehen. Das ändert sich aber auch schnell und dann machen wir da ganz viel Action und so und dann geht das auch schneller voran. Also nicht wundern, das ist am Anfang noch ein bisschen langsam. Aber das wird dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.